An diesem Donnerstag startet der G20-Gipfel in St. Petersburg. Und auch wenn es eigentlich um die großen Wirtschaftsthemen gehen sollte, blicken doch alle ganz gespannt auf das Zusammentreffen von US-Präsident Obama und Russlands Präsident Putin und natürlich die Syrien-Frage. Putin hat ja in den letzten Tagen wieder einmal Bilder seiner Tierliebe publik machen lassen, hier zu sehen in einem Aquarium in Wladiwostok. Herr Cornelius, ganz so handzahm wie mit diesen Delfinen wird sich Putin ja nicht geben. Was ist denn zu erwarten von dem Zusammentreffen jetzt? Delfine sind ja sensible Tiere und haben durchaus ein Gespür für die Gefahr, die da lauert. Das Treffen wird die letzte Gelegenheit bieten, dass man sich politisch verständigt, dass man aufeinander zugeht. Putin hat ein Angebot gemacht, er möchte darüber reden. Er will unter Umständen im Sicherheitsrat einem Schlag zustimmen, wenn lückenlos aufgeklärt ist, dass es ein Anschlag, ein Giftgasanschlag von Assad-Leuten war. Die Kautelen, die er stellt, die Bedingungen sind nicht erfüllbar. Im Prinzip, glaube ich, wird er deswegen nur in Richtung Kulisse argumentieren. Er möchte also eine Rauchwand aufziehen, hinter der er dann verschwinden kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass die beiden zueinander kommen. Welche Bedingungen sind das denn, die er stellt? Er fordert, dass der UN-Sicherheitsrat befasst wird und dass eine lückenlose Beweiskette vorgelegt wird, die wirklich auf Assad und sein Regime hindeutet. Was wir wissen von den Amerikanern, sind die Beweise sehr stark. Ich halte sie für ausreichend, aber sie sind natürlich nicht das, was man the smoking gun nennt, also tatsächlich den Einsatzbefehl, Ersatz für diese Waffen. Putin hat nicht genau definiert, was genau er möchte, aber das lässt ihm halt Spielraum. Immerhin aber haben wir zum ersten Mal gesehen, dass er bereit ist zu reden. Fragen wir mal in Russland nach bei unserem Korrespondenten Julian Hans. Was muss denn passieren, damit Putin sich bewegt? Es gibt sehr viele Gründe, warum Russland sich nicht bewegt, warum Putin sich nicht bewegt. Gibt es natürlich erstmal die russischen Interessen in Syrien. Das ist das letzte Land in der Region, mit dem Russland eng verbunden ist, der letzte Verbündete in der Region, den Russland nicht verlieren will. Allerdings darf man sich schon fragen, ob diese Blockadehaltung diesem Interesse dient oder ob, wenn das Land zerfällt, Russland nicht ohnehin seinen letzten Verbündeten verloren hat. Dazu kommt aber ein zweites Interesse, und zwar seit Putins Wiederwahl und Putins Wiederantritt als Präsident vor einem Jahr im Mai hat die antiamerikanische Rhetorik hier im Land stark zugenommen und sowohl Snowden als auch Syrien sind gute Möglichkeiten, um die USA ein bisschen vorzuführen. Dennoch drängt ja die Zeit. In Amerika liegt mittlerweile ein Resolutionsentwurf für einen möglichen Militäreinsatz in Syrien vor. Man muss Russland natürlich auch was anbieten. Ja? Man muss es muss Garantien klar machen, dass sie, wenn sie von Assad abrücken, nicht komplett aus Syrien verjagt werden. Und das gemeinsame Interesse von Russland und auch den USA in diesem Gebiet ist ja eigentlich ganz groß, nämlich zu verhindern, dass radikale Islamisten, dass Terroristen sich in der Region ausbreiten und von dort aus eben auch dort auch eine Basis schaffen, wo sie dann in den Ländern, also in Russland, überwiegend im Nordkaukasus oder eben auch in den USA operieren können. Das ist ein ganz starkes gemeinsames Interesse. Herr Cornelius, wie sieht es denn mit den deutschen Interessen aus? Die Bundeskanzlerin hat das Interesse, dass dieser G20-Gipfel jetzt wirklich genutzt wird für ein politisches Symbol, für ein Gespräch natürlich, möglicherweise für eine Lösung. Nur so eine Lösung würde ihr helfen, damit sie das Thema aus dem Wahlkampf draußen lässt. Sie hat große Sorge, dass der Luftschlag nächste Woche, also mitten in die Kampagne reinregnet und sie sich dann positionieren muss. Klarer, als sie das bisher tat. Bisher ist sie für UN-Gespräche, für diplomatische Lösungen. Wenn die Amerikaner losgeschlagen haben werden, muss sie sagen, ob sie das gut oder schlecht findet. Ich gehe davon aus, dass die Amerikaner nächste Woche den Luftschlag führen, dass die Gespräche mit Putin zu keinem Ergebnis führen. Und dann werden wir sehen, wie der Wahlkampf die Sache hier aufnimmt. Dankeschön.